A1.4. Claudia plant am 22.02.2065 in den Ruhestand zu gehen. Bestimmen Sie rechnerisch, wie viele Ihrer Aktien zu diesem Zeitpunkt nach der oben getroffenen Annahme wert wären. Runden Sie auf ganze Euro. Dafür brauchen wir jetzt natürlich wieder Informationen von oben. Ja, sie plant am 22.02.2065 in Ruhestand zu gehen und sie hat ihre Aktien am 22.02.2020 gekauft. Also genau 45 Jahre später. Das heißt, es sind insgesamt 45 Jahre vergangen und wir brauchen dann auch wieder die Formel von oben. Y ist gleich 2000 mal 1,07 hoch x. Und dieses hoch x haben wir am Anfang stehen, bedeutet nichts anderes als die Laufzeit, also wie viele Jahre sind vergangen. Und wenn ich jetzt wissen will, wie viel sind die Aktien nach 45 Jahren wert, muss ich einfach für dieses hoch x die 45 einsetzen. Also 2000 mal 1,07 hoch 45. Das tippe ich jetzt in den Taschenrechner ein. Und jetzt ganz wichtig, hier steht noch was Gemeines versteckt, runden Sie auf ganze Euro. Also ist auch nicht wirklich aufpassen, auf wie viele Stellen man runden muss. Hier jetzt auf ganze Euro, das sind dann, wenn man es im Taschenrechner ausrechnet, 42.005 Euro. So, als Antwort kann man also schreiben, sie sind 42.005 Euro wert. Ja, und damit ist die Aufgabe auch schon erledigt.